Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf der Pony. Ja, Rufus, ich weiß, es ist eine sehr langwierige Aufgabe. Okay, haben einen brennenden Reifen, einen Köderfisch, Bananen, einen Sender, das Klopfzeichenzettelchen, den kaputten Regenschirm und die Fernbedienung. Ich mach mich ja ein bisschen irre, dass ich dieses dämliche Klopfzeichen nicht hinkriege. Versuchen wir es nochmal. Oh Gott, wie war das jetzt? Klopf, 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 das heißt zwei. Wir haben jetzt zweimal geklopft. Klopfen wir mal viermal. Falsch! Aber... Falsch! Verdammt! Es hätte ja so schön sein können. Okay, versuchen wir es mal. Eins. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen random rum. Aber wir haben ja noch diese dämliche Zettel. Plus, minus, plus. Ich komme einfach nicht drauf klar, ohne Scheiß jetzt. Wir könnten das ja... Ich habe es in der letzten Folge schon probiert. Rumprobieren, draufrechnen, abziehen. Versuchen wir es einfach nochmal. Drei. Hat er Klopf-Klopf gemacht. Eins, zwei, drei. Hat er zweimal gemacht. Wollen wir die jetzt einfach mal draufrechnen? Haben wir fünf. Oh, falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Klopfen wir mal einmal. Klopf, klopf. Zwei, drei. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Niese. Okay, einmal klopfen bringt nichts, zweimal klopfen bringt... Aber... Nee. Ach, meine... Er klopft zweimal, so dieses Tok-Tok. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sechs. Falsch. Aber was? Verdammt. Plus, minus, plus. Maximal fünfmal können wir klopfen. Okay. Schauen wir mal, wollen wir einmal klopfen? Klopft er zweimal. Aber... Ich mache jetzt einfach Trail and Error. Das waren dreimal. Ich habe mir das aufschreiben sollen, verdammt. Okay. Eins. Falsch. Aber... Okay, das war falsch. Verdammt. Gucken wir mal weiter, wenn wir einmal klopfen. Eins, zwei, drei. Falsch. Aber... Hä? Bin ich jetzt blöd? Hat er gerade neu geklappt? Okay, eins. Zwei. Machen wir jetzt dreimal. Und sind wir mal fünf. Falsch. Aber... Falsch. Okay, einmal klopfen. Eins, zweimal klopfen. Eins, zwei, drei, vier. Falsch. Aber... Falsch.
Einmal klopfen. Eins, zweimal klopfen. Eins, zwei und dreimal klopfen. Falsch. Aber falsch. Nochmal, willst du mich rollen? Eins. Eins, zwei. Eins, zwei, drei und vier. Falsch. Aber hab das Gefühl, ich wiederhole mich hier. Gucken wir nochmal. Eins, zwei. Eins. Falsch. Okay, zwei, eins ist falsch. Aber zwei, zwei. Falsch. Aber das war auch falsch. Okay, versuchen wir mal zwei, drei. Also wirklich, mit Rätsel hat das jetzt nicht mehr viel zu tun, wenn ich einfach nur so Trial and Error mache. Okay, 2, 3 geht. Kommt 3 dazu. Machen wir mal 2, 3, 1. Falsch. Aber auch falsch. 2. 1, 2, 3. Jetzt kommen wir mal 2. 3, 3. Falsch. Aber okay, 2, 3, 3 ist auch falsch. Gucken wir mal. 2. Und 2, 3. 2, 3, 4. Falsch. Aber verdammt. Gucken wir nochmal. Ich muss doch zu lösen sein. 2. Eins, zwei, drei, fünf. Falsch. Aber verdammt. Versuchen wir es mal mit der Dreier-Kombo. Drei. Eins. Aber okay, drei, eins ist schon mal falsch. Ich entschuldige mich schon mal vorab bei euch, dass ihr dann so eine so dermaßen langweilige Folge sehen müsst. Dödüm. Gucken wir mal. 3-2 hatten wir schon, oder? Zwei. Aber. Okay, dann versuchen wir mal 3-3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, das ist auch falsch. Zwei. Aber. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Okay, 3-4 funktioniert, aber was kommt jetzt? Dip, dip, dip. Oh, 3-4-1. Oh, 3-4-1 hat geklappt. Ich hätte jetzt viermal geklopft, aber jetzt wird das Ganze drauf addieren. Ich meine, das ergibt keinen Sinn, weil ich mache einfach irgendwas. Ich versuche einfach mal. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Klar, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. Die Tür ist bestimmt offen, wa? Gut. Okay. Rusch! Sehr gut. Hey, schicke neue Uniform. Was ist denn das da für ein Prachthintern? Janosch, wow! Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Nein. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Nein. Ui, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2, unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2?
Das kann nur ein Witz sein. Genau. Meine Warum Güte. Bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Bildo-Delfine. Okay. Dass unter Tonys Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Heilige Scheiße. Tony? Da ist ein Gullideckel. Hier ist eine Schleuse. Oh, wie süß, Babydelfine. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Da ist was dran. Na, ihr? Soll euch der Onkel rufen und ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein, 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 nein. Wie sie sich freuen. Süß. Ja, das ist echt süß. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. Ja, glaube ich. Der Kanister könnte sich noch als nützlich erweisen. Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Truppen verpflegen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama! Das war mir klar, dass das passiert. Wo haben sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Und warum Toni? Hey, Janosch! Ah, Ruvus, du dem Organon und so. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wieder Erfolg haben. Ja, aber die wichtigste Frage überhaupt ist... Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Gagdonne. Nie gehört. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst. Sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Pizza zu bestellen. Das ist natürlich das Wichtigste, dass Pizza da ist. Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Der Schobomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Interessant. Donna ist untergetaucht. Da wünschte ich fast, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Pizza auch sehr lecker. Davon gehe ich aus. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Bobel? Igidigid. Aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen. Wie hier in der Kanalisation auch niemand. Uns gehen sogar langsam die Duftbäume aus. Ich gehe dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution. Ach Gott, Toni. Es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja, Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Also 2/3 davon.
Das muss man dazu sagen, ja. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Ja. Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohlauf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Och. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Oh ja. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Man muss ja den Tatsachen ins Auge sehen. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich-bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Ja. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Ruvus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolke zu leisten. Aber... Dein Aber, Rekrut. Ei, Chef. Oh yeah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Ach. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch. Rekrut. Bei euch piept's wohl. Bin doch nicht euer... Rekrut. Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal. Das ist es wert. Oh ja, das ist es auf jeden Fall wert. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Oh, nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Ach, okay, Menno. Dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Süß. Oh, wie süß. Ja, was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut, schon gut. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine?
Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Ach, das hatten sie schon aus mal. Delfinbabys macht man... Wenn den Klick meines Ich? Das war kein... So, Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Lass mich kurz nein. Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja, hier unten gibt's keine Kreuzer. Könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Physische Komik. Wenn das Torpedodelfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedoausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Och. Ich mag Pizza. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Gut. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Pony, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Bovus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut, aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh, seht mich an. Ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ja, das sagtest du bereits. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Mann... Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh oh. You were killed by an ugly dragon. Utterly overpowered by the sheer evilness of the hideous creature, our dear hero perished and was no more. Oder, um es auf Deutsch zu sagen, du wurdest von einem hässlichen Drachen getötet. Ziemlich überrumpelt bei der schieren Bösheit der grauenhaften Kreatur ist unser geliebter Held nicht mehr. Okay, Restore, New Game oder Quit? Nächste Folge. Ciao.